Also, Die fliegen den großen Ballon dort hoch. nun ja, er ist Ja, ziemlich langsam. ihr habt schon gesehen, wie schnell dieser fliegende Ballon ist, von dem ihr da sprecht. Wir bräuchten eine Ablenkungsmanöver vielleicht, Was denn um da? die Aufmerksamkeit abzulenken von uns. Wir wissen auch gar nicht, wie hoch dieses Gerät überhaupt steigen kann. Vielleicht gibt es eine Maximalhöhe. Also, vorhin war es ja bei irgendwas um 25, 30 Meter, dann hat es angefangen zu stottern und kaputt zu gehen. Also, das reicht nicht für die Festung. Ja, weil ihr nicht genug Kohle aufgelegt habt. Nein, ich glaube, dass das Gerät wirklich nicht so viel kann, wie wir vielleicht dachten. Ich hätte mich so gerne damit hochgeflogen, aber ich glaube, dass der Oberlöffel eine bessere Idee ist. Der Ogre-Löffel ist die schlechteste aller Ideen. Ja, habt ihr denn eine bessere? Die werden uns Wir brauchen doch eigentlich nur noch eine Abbruchstrategie. Wir müssen es hochschießen lassen und dann müssen wir es irgendwie hinkriegen, dass dieses Artefakt schnell genug wieder aufhört, bevor wir erschlagen werden. Das ist doch das Einzige, was wir jetzt noch in den Griff kriegen müssen. Dann sind wir doch mit dem Ogre-Löffel schon oben. Für einen Schicksalspunkt ausgegeben kann Isaron anstatt eines Guardianum-Artefakts einen Verwandlung-Wenden-Artefakt mitgenommen haben. Dass sie dann trotzdem nicht auslösen kann. Weil sie Ja, das verdammt ist ist. auch Schwachsinn. Kann sie das nicht aus... Ja gut, sie kann nicht sprechen. Dann gibt es Richtig. einen anderen Auslöser. Den Auslöser müsstet ihr Geistiges. euch dann ausdenken, ist mir Ja, doch egal. Verwandlung beenden im Stab. Den muss man nicht sprechen, man muss sich nur konzentrieren, um ihn auszulösen. Naja, es gibt vielleicht gibt es eine Phrase, die man sagen kann, damit das Artefakt, also dieser Versteinerung sofort aufhört zu wirken. Ja, du kannst ja nicht sprechen, während du versteinert bist. Ja, das ist etwas, was man doch umgehen kann. Also, für den Schicksalspunkt hat Isarun, also wenn Isarun das möchte, dann anstatt eines persönlichen Guardianum-Schildes, dann einen Verwandlung-Wenden-Zauber. Einen. Also ich habe da noch eine Idee. Und zwar, wie gesagt, ich denke, ich habe eine Möglichkeit gefunden, wie man den Zauber beenden kann. Abemir, ihr seid doch, glaube ich, jemand, der den Auris Nasus beherrscht, oder? Ja, ich bin kein Meister, aber ich beherrsche ihn, ja. Genau, aber eine einzige Komponente, und zwar etwas zu hören, ist doch gut damit möglich. Ihr könnt auch eine Ja. einzige Sache bestimmen, die das Ding sozusagen sagt. Ja. Und ihr könnt doch auch bestimmen, dass das Ding eine Zeit lang etwas sagt. Zwar nur eine Sache, die auch etwas länger sein darf, aber eben, also sozusagen ruhig bestimmt irgendwie eine Minute oder zwei sein darf, aber eben, ja, das tut, oder? Mittels eines Applikators müsste es möglich sein. Nein, ohne Applikators. Ihr spricht jetzt zum Beispiel ich gehe das Beispiel durch. Ihr spricht jetzt diesen Zauber und habt euch überlegt, dass dieser Zauber zwar das Geräusch macht. Stellt euch das vor, dass ich dieses jetzt noch irgendwie 20, 30, noch eine Minute länger mache. Und dann sagt das Ding, hör auf zu wirken, liebes Artefakt. Und da wir alle in der Hörreichweite dieser Artefakte, dieses Zaubers sind, hören alle Artefakte auf zu wirken. Also ich bin nicht ganz sicher, ob ein Zauber einen anderen Zauber auslösen kann. Eine Warum nicht? andere Alternative wäre, einen zeitverzögerten Guardianum in der Variante Schild gegen Zauber auszulösen. Wenn wir da Der 5 Minuten lang hält euch rumliegen, wie? hilft das nicht, denke ich. Oder gar eine halbe Stunde. Deswegen sage ich ja, also es muss irgendwie eine Zeitverzögerung eingebaut werden in ein Artefakt, das Die dann. Zeitverzögerung über Sprache können wir doch einfach über den Aurosinus machen. Wie gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob es möglich ist, über einen Zauber einen anderen Zauber auszulösen. Naja, worauf reagiert das Artefakt denn, wenn es sprachgesteuert ist? Reagiert es nur darauf, dass nur ihr das sagt, oder genügt es auch, wenn ich das sage? Das ist eine gute Frage. Ich würde Also, behaupten. okay, ich erkläre euch ganz kurz, wie Artefaktmagie funktioniert. Passt auf. Es ist so, dass wenn ihr das Artefakt erstellt und es dann nicht speziell gemacht wird für eine Person oder eine Personengruppe oder jetzt hier Leute, die anwesend sind, dann kann das jeder auslösen, der zum Beispiel die Aktivierungsphrase kennt. Ihr meint also. Wenn ich jetzt sage, Ich zu, weiß, ich hasse dich weiß, ich, ich gesehen, weiß, was ihr, was ihr, was dann ihr werden wir sagen, alle versteinert. was ihr sagen wollt. Dieser Ausnase soll ein bestimmten Wort dauernd wiederholen und dieses Wort würde den Zauber sozusagen beenden oder diesen Verwandlungsbeenden-Zauber auslösen, nicht wahr? Irgendwas so um den Dreh, genau. Das Problem ist nur, wann soll es starten? Weil. Naja, pass auf, wir sitzen alle auf dem Okerlöffel zum Beispiel und wir sind uns alle einig, okay, jetzt gleich geht's los. Der Albrecht sagt, wir sind jetzt in der richtigen Position. Dann fangt ihr an, den Auris Nasus zu wirken, der eine ganze Zeit macht und dann irgendwann die Geheimformel sagt.
Währenddessen ihr also in Auros Nase spricht und der Auros Nase ist euch geglückt und wir hören das erste von dem Ding und wissen, okay, bald kommt unsere Phrase, sagen wir, Albrax, wir sind bereit, wir sagen jetzt die Formel auf, von wegen zu Hasse nicht gesehen, dass wir uns versteinern und dann schießt Albrax ins Hoch und das Ding wird ja, wenn du es richtig getimed hast, dann sozusagen, weil der Flug dauert ja weniger als ein paar Augenblicke. Und dann wird das Ding kurz nach unserer Landung schon sagen, seid erlöst. Zauber. Ja, bloß der Ausnasus kann nur ein Geräusch wiederholen, nicht mehrere. Beziehungsweise diese Geräusche, selbst wenn es mehrere sind, nicht zeitversetzt hintereinander in einer bestimmten Reihenfolge sagen. Er könnte doch sozusagen innerhalb einer gewissen Reihenfolge dem, wenn ihr jetzt sozusagen eine Buchseite nehmt und die sich vorstellt, dass der Ausnasus die aufsagen soll. Dann tut er das doch, oder? Er überträgt nur Geräusche. Keine Sprache. Das Sprache sind Geräusche, verarscht mich nicht. Ein Geräusch zum Gruß. Ein Geräusch zum Dank. Ja, ihr könnt sehen, wie Ignar, Sohn des Artogrosch, gerade hinein kommt mit seinen dreckigen Stiefeln. Na gut, der Teppich ist sowieso schon versaut, dadurch, dass jetzt Afim und Ömer Dreck verschmiert sind. Er riecht auch so ein bisschen nach Schmiede. Ich habe gehört von Hanswin, dass ihr mich braucht. Er hat meine Flugmaschine, die nicht hoch oder schnell genug fliegt. Kennst du nicht mit sowas aus? Flugmaschine? Könnte ich mich reinarbeiten. Aber ich war bisher noch nicht in der Luft. Also ich könnte euch erklären, was wir bisher darüber wissen und dann schauen wir uns das Ding mal an. Das steht im Arena-Pferd im Imanstadion. Ich habe schon von Hanswin gehört, dass es da wohl oben irgendwo... rumhängt, hat er gesagt. Na wohl, ist auch unser Hochkönig. Er hat gesagt, ihr wollt da jetzt eine Plattform dran schmieden und dann machen wir dann eine mobile Luftabwehrstation draus. Wie im Schiff, nur ohne Wasser, sagt er. Ja, das haben wir als Grundidee auch gefasst, ja. Was auch immer, aber wenn ihr wollt, ich kann das. Also ich habe bisher für die Schlacht bin ich noch nicht eingeplant. Ich habe mich jetzt ein bisschen im engeren Tempel mit den anderen unterhalten und ein bisschen geschmiedet, aber... Wenn das hier wohl losgeht, dann stehen die Schmieden still und dann machen wir die Tempel voll mit irgendwelchen Kindern oder so. Genau. Also, wenn ihr wollt, ich bin dabei. Ja, ich bin auch dabei und erkläre euch das ganz gerne, sobald wir gleich losgehen können. Sehr gut. Kann dann auch eine Plattform dran schmieden, wenn ihr wollt. Ja, aber mir denkt darüber nach, ob ihr den Auris Nasus richtig versteht und einsetzt und ich werde jetzt... schon mal losgehen und nicht um das Gerät kümmern, dass wir es runterkriegen. Es ist noch nicht zu spät, einfach das Fluggerät auf die Festung zu fliegen. Doch, es kann nicht hoch genug fliegen, es ist nicht schnell genug, es kann für andere Dinge eingesetzt werden. Ich bin mir sicher, irgendwas kann da was dran machen. Wir können gucken. Wenn wir eine gute Lösung finden, dass wir das Ding so schnell bekommen und so hoch fliegen damit können, dass wir das hinkriegen, dann ja. Dann werden wir nochmal einen Testflug machen, ob das klappt. Rafim, wollt ihr mitkommen zur Flugmaschine oder wollt ihr hierbleiben? Ich weiß jetzt immer noch nicht, wie wir da hochkommen, also... Gut, dann klärt das mal mit den anderen und berichtet mir dann irgendwie später. Okay. Ich komme mit der Flugmaschine. Bis also später. Wie kommen wir jetzt da hoch? Das mit der Flugmaschine ist für den Arsch. Die ist A viel zu langsam und B fliegt die nicht hoch genug. Und eure Zauberei-Ideen werden auch von Mal zu Mal esoterischer. Ja, aber habt ihr denn die Idee, die uns da wirklich hochbringt, außer wir schießen uns da mit dem Ogerlöffel hoch und... Wenn ich eine hätte, hätte ich euch sie schon so lange um die Ohren gehauen, bis ihr sie akzeptiert hättet. Ja, dann... Nehmt doch meine Idee. Meine Idee funktioniert. Eure Idee ist wahnsinnig. Ja, das ist richtig, aber sie funktioniert. Manchmal funktioniert auch der Wahnsinn. Denk an unsere Geschehnisse in der blutigen See. Immer die uns jedes Mal beinahe das Leben gekostet hätten. Beinahe. Die uns mindestens einmal ins Gefängnis gebracht haben. Ja. Die, für die wir beinahe exkommuniziert worden wären. Diese Idee, ja? Wir leben aber noch, oder? Nicht alle. Ja, aber wenn wir mit dem Fluggerät, wenn das mit dem Fluggerät funktioniert und das so schnell, dass wir da hochfliegen können, können wir das gerne benutzen. Dann bin ich ja bei euch. Aber wenn es nicht funktioniert oder das nicht schnell genug ist, dann müssen wir uns mit dem Ogerlöffel da hochschießen und dann brauchen wir eine Option, wie dieses Artefakt-Dings aufhört. Richtig, denn ansonsten liegt ihr eine halbe Stunde dort herum und werdet im besten Falle einfach wieder hinuntergeworfen. Oder wir warten 29 Minuten und lassen uns dann hochschießen.
Wir wissen aber nicht, wie lange das Ding genau wirkt, nur weil es bei Karenor jetzt die knappe halbe Stunde gewirkt hat. Und wenn da nur eine Minute Variation drin ist und ihr mitten in der Luft wieder entsteinert werdet, seid ihr erledigt. Außerdem, wenn die Festung auftaucht, muss alles schnell gehen. Rafimi, stimmt dir zu, das Schiff sollten wir dann eher für das benutzen, was Anzwing gesagt hatte, als ja, mobile Stationen in der Luft, aber nichts zum Landen darauf. Ja, aber ihr seid doch Magier, ihr beide. Ihr seid doch auch noch gute Magier, denke ich. Hoffe ich, glaube ich. Euch fällt doch bestimmt was ein, wie man das Artefakt besser macht. Wisst ihr, was ich meine? Dass es dann nicht mehr versteinert ist. Nun ja, man müsste einen Gegenzauber einlösen. Eine Antimagie. Ja, dann macht das doch. Es ist nur die Frage, wie man diese Antimagie auslöst, wenn man so versteinert ist. Ömer schlug vor, mit einer Komponente eines Ausnases, eines Illusionszaubers, einen bestimmten Abraxas, einen Auslöser, auszulösen, der wiederum ein anderes Artefakt auslöst, mit dem man die Versteinerung aufhebt. Das klingt doch gut. Funktioniert das? Klingt nicht, als würde es funktionieren. Theoretisch ja. Ich kann mir vorstellen, dass es funktionieren würde. Möglicherweise könnten wir die Spektabilität aus Grangor darum bitten, uns ein solches Artefakt mitzugeben, vielleicht in einer zerbrechlichen Kugel, sodass diese zerbirst, sobald wir auftreffen. Wäre es dann nicht einfacher, einen Abraxas als Auslöser zu wählen, die Kugel zerbricht und löst diesen Zauber aus? Das klingt doch gut. Ja, das ist natürlich auch möglich. Das ist doch wesentlich einfacher, als einen komplizierten Illusionsspruch zu nehmen. Mhm. Moment. Und welche auch in einer Zonenvariante. Nun ja, ihr haltet eine zerbrechliche Kugel in eurer Hand, die natürlich nicht mit versteinert wird. Beziehungsweise die an eurem Körper festigt wird, dass sie nicht mit versteinert wird. Ihr versteinert, fliegt auf diese Festung zu und zerstört natürlich durch den Aufprall diese Kugel. Und wenn ich mit dem Rücken aufschlage? Ist eine zerbrechliche Kugel. Das ist nun klar. Ja, als Auslöser kann man ja auch andere Sachen nehmen. Das mit dem Zerbrechen war jetzt nur eine Idee. Man könnte auch einen zeitverzögerten... Genau, eine zeitverzögerte Sache machen, dass man halt kurz bevor man sich versteinern lässt, den Auslöser spricht und dann nachdem die Versteinerung aufgehoben wird, der Zauber mit den Verwandlungen beenden wirkt. Das klingt wesentlich weniger wahnsinnig als eure Idee. Man könnte den Abraxas auch so wählen, dass der Aufschlag den Zauber auslöst. Das ist doch perfekt. Schlagen auf. Der Zauber hört auf. Was aber, wenn jemand auf einer rutschigen Oberfläche aufschlägt? Also, wir wissen ja nicht das genau, wo man... Das sollt ihr vermeiden. Aber wir werden von einem riesigen Ogerkatapult dahingeschossen. Selbst wenn wir auf einer rutschigen Oberfläche aufschlagen, wird es doch trotzdem ein riesiger Aufprall sein. Ich fürchte nicht. Auch. Wenn ihr auf einer unzerstörbaren Fläche aufschlagt, nicht. Wir wissen nicht, welche Arten von Magie dort umwirkt. Dann habt ihr noch euer zweites Artefakt um den Hals. Das Paralys-Artefakt, nicht wahr? Falls ihr wirklich von dieser Festung herunterfallen solltet. Dann ja. Seid ihr unten und die Sache ist bei euch gelaufen. Richtig, aber sonst waren wir gar nicht oben. Mir müsst persönlich ihr nicht, ist müsst ihr nicht das noch mit den Hexen sprechen? Vielleicht haben die ja Ideen für euch. Was soll ich denn von den Hexen? Weiß doch nicht, was du machst. Ich meine die beiden Magier. Als ob eine Hexe mit mir sprechen würde. Mit mir garantiert nicht. Also ich glaube, die würden glauben, dass du sie verbrennen willst und... Sie nur vielleicht. Ich glaube, Ömer wollte mit den Hexen sprechen. Wenn sich der Gildengesetzgebung unterwerfen würden, würde ich sie auch nicht verbrennen wollen. Ja, ich denke, das sehen die anders. Ja, aber ist jetzt auch egal. Das ist jetzt ja nicht unser Problem. Die Hexen lösen ja eh nicht unser Problem, da hochzukommen. Vielleicht ja doch. Wollt ihr euch auf den Hexenbesen setzen? Es wäre immer noch besser, als drei verschiedene Zauber anzuwenden, stattdessen sich nur eines zu bedienen. Wenn man schon so tief sinkt. Wieso benutzen nur einen Zauber? Den Paralys des Artefaktes und einen weiteren Artefaktzauber, der die Verwandlung beendet. Seht ihr? Wir machen einen Zauber mit dem anderen kaputt. Das ist doch gut für euch. Nicht, wenn wir diesen einen Zauber selbst in die Welt gerufen haben. Das Problem bei dem Obergeilöffel ist, wir wissen nicht
wie weit wir das kontrollieren können. Und das gefällt mir nicht daran. Wir werden versteinert, wir würden irgendwo hingeschossen. Albrax kann auch gar nicht genau sehen, wohin. Denn wir wollen ja auf die Oberseite der Festung geschossen werden. Man hat seine Schießkünste in allen Ehren, aber auch er hat gesagt, dass dieser Ogerlöffel nicht unbedingt sehr feinfühlig gebaut wurde. Also wir würden dort schon ankommen, aber wo genau, das ist eben die große Frage. Und wenn wir an einer unglücklichen Stelle rauskommen, auch wenn wir uns danach sofort wieder zurückverwandeln in Fleisch, wenn wir dann mitten in einem Dämonennest oder Söldnerlager oder so etwas sitzen, dann haben wir ein großes Problem. Das ist richtig. Ich weiß halt nur nicht, wie ihr sonst da hochkommen wollt. Ich gebe ja zu, dass es kein toller Plan ist, aber wenn ihr keinen anderen habt, ist das der einzige, den wir haben. Mein alternativer Plan ist der Leib des Windes. Können wir den denn alle nutzen? Selbstverständlich. Jelef Ibn Yasafa ist ein Erzmagus, er kann uns alle mit diesem Zauber belegen. Was passiert, wenn oben ein Antimagier steht? Der uns kommen sieht. Er müsste fähig sein, einen Zauber eines Erzmagiers zu beenden. Im Zweifelsfall möglich, ist aber nicht besonders wahrscheinlich. Im Zweifelsfall ist es Galotta selbst. Ihr kennt unser Glück. Also, wir laufen dann da hoch. Sehe ich das richtig? Ja. Ihr seid hier schon. Wie der Wind seid ihr. Und wie schnell können wir laufen? So schnell, wie ich laufen kann. Richtig. Oder wie? Ich denke ja, es ist auf jeden Fall schneller, als das Fluggerät fliegen kann. Und wenn wir dann da und wie hört der Zauber wieder auf? Also kann ich auch wieder nach unten oder kann ich nur nach oben laufen? Nein, ihr könnt euch ganz normal in der Luft bewegen, quasi als ob ihr auf dem Erdboden laufen würdet. Ihr könnt nach oben, nach unten gehen, nach rechts, nach links und bewegt euch mit eurer normalen Schrittgeschwindigkeit oder Laufgeschwindigkeit eben. Okay. Naja, und wie lange hält der Zauber? Also wenn ihr das so einfach sagt, dann klingt das ja auch recht einfach. Und was sagte der Erzmagus noch? Ich denke, eine gute halbe Stunde bis Stunde wird er schon halten. Das denke ich auch. Also eine halbe Stunde sollte möglich sein, locker. Haben wir denn volle Kontrolle mit diesem Zauber? Was also, wir schießen uns mit dem Ogerlöffel mit Geschwindigkeit da hoch und laufen dann los. Nein, ihr geht vom Erdboden aus. Ja, ihr macht den Zauber. Dann schießen wir uns mit dem Ogerlöffel, sind ganz schnell, halten in der Luft an und laufen dann dahin. Ihr meint, um Zeit zu sparen. Ja, richtig, das könnte funktionieren. Wir sind sehr viel schneller und wir kommen trotzdem kontrolliert an. Das ist doch das Beste von beiden. Also ich weiß nicht, ob es funktioniert, aber klingt für mich das Beste. Ihr stellt euch doch einmal vor, ihr werdet mit einem Katapult flach über die Erde geschossen. Könnt ihr wirklich eure Geschwindigkeit so kontrollieren, dass ihr die Geschwindigkeit herausnehmt? Nein, aber wir werden ja langsamer. Wir werden auf die Festung zugeschossen. Wir werden immer wir breiten unsere Arme aus wie so ein Drachen. Machen außerdem, wir unsere Arme breit, gehen durch diesen Luftwiderdings da, durch den Luftwiderstand, werden wir langsamer. Und dann Katapult ein Luft verschießen. Stellt euch vor, ihr seid Luft. Habt ihr schon mal mit einem Katapult Luft verschossen? Nein, aber wir sind ja trotzdem noch da. Ihr seid wie Luft? Also könnte ich da durch die Wand laufen, oder? Nein, kann ich nicht. Aber dann habe ich kein Gewicht, oder genau. Wie meint ihr das? Genau. Ja, aber das hat ja trotzdem Schwung. Ja, aber auch nur so weit, wie der Ogerlöffel uns trägt. Also wenn Luft kein Gewicht hat, wie kann denn dann die Luft in dem Ballon leichter sein als normale Luft, wenn sie heiß ist? Da hat er nicht Unrecht. Worauf wollt ihr hinaus? Nun, Ansmir sagte doch, die Luft in dem Ballon, wenn sie heiß ist, sei leichter als normale Luft und deswegen ginge sie nach oben oder so. Ja. Aber wenn Luft kein Gewicht hat, wie kann dann eine Luft leichter sein als die andere? Denn sie hat ja kein Gewicht. Nun, vielleicht vielleicht ist die Bezeichnung kein Gewicht unglücklich gewählt. Sie hat ein Gewicht, aber es ist sehr gering. Ja, normalerweise merkt man es gar nicht. Ja, das weiß ich auch. Ja, aber glaubt ihr denn nicht, dass wir dadurch schneller werden? Ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich eine kluge Idee ist, diese beiden Bewegungsarten zu kombinieren. Könnte man denn bei diesem Leib des Windes seine Ausrüstung mitnehmen? Eben ja. Schon, Rüstung 20 Kilo, habt ihr nicht gesehen. Ja, also was man am Körper trägt, kann man mit einer entsprechenden Variante mitnehmen.
Und während ihr gerade darüber diskutiert, wie und was ihr kombiniert, erreicht Ömer gemeinsam mit Igna ja, wieder das Arenaviertel und könnt dann da Albrax und Answin sehen. Ah, da seid ihr hier wieder. Albrax. Da. Ihr bist wieder da. Hat das alles geklappt? Du siehst schlammig aus. Ja, super. Ja, wir sind irgendwo in den Acker eingefahren, aber das war ja vorherzusehen, wenn man uns abschießt, ne? Ja, ich sollte mir am besten noch sowas wie eine Karte zulegen, damit, wenn ich euch irgendwo rumschieße, unabhängig jetzt von dieser Festung, dass ich das ungefähr einschätzen kann, dass hier nicht irgendwo ein Garde auf einem Haus landet. Aber wie gesagt, wenn ich euch einfach nicht da anschieße, wo bewohntes Gebiet ist, also entweder dann in diese Dämonenbrache oder auf die Acker im einfach Süden von hier, im Süd-Südosten. Dann sollte das wohl gehen. Nach Norden dürfte ich euch nicht schießen, das ist von der Reichweite her ziemlich kritisch. Ja. Aber ich sollte mir noch mal eine Karte oder sowas hier besorgen. Gut, also, wie kann ich euch helfen? Dir. Ja, wir wollen jetzt die Flugmaschine uns nochmal anschauen. Die gucken, dass wir die da runterholen und vor allen Dingen, dass wir da nochmal so ein zusätzliches Podest anbauen, damit die fliegenden Hexen, wenn wir sie hoffentlich auf unsere Seite gezogen bekommen, sozusagen Start- und Landepositionen haben, währenddessen das Ding in der Luft ist auch. Ah, oder dass wir keine fliegende Festung verbauen. Also weniger Festung, mehr fliegende. Ich weiß nicht, was man da so macht. Leute versorgen? Ja, weiß ich nicht. Müsstet ihr euch dann überlegen, wie ihr das denn benutzen wollt, aber. Ah, dann sprich ich am besten mit Answin. Ich habe da mit dem Fluggerät habe ich nichts zu tun. Nee, deswegen habe ich ja extra hier unseren guten alten Freund mitgenommen. Und mal schauen, ob ein anderer Zwerg, der dabei ist. Wir wollen das gemeinsam machen. Er versteht was von Mechanik und ich verstehe auch etwas von Mechanik und ja, dann kann ich bestimmt noch was von dem Zwerg lernen. Oh Gott, Gott, Gott. Dann viel Spaß mit Igna und Answin. Ja, komm Igna, wir klöppeln das Ding jetzt, dass es besser wird. Ja, was möchtest du so tun? Einfach nur was anschmieden, annageln, so eine kleine Plattform zum Landen oder was hältst du da gerne vor? Ja genau, das ist sozusagen so das Hauptprinzip. Beschädigungen, die jetzt durch die Landung und durch Abelmirs Sachen wurden, wieder auszubessern. Also sprich die alten, die Sachen, die ich mit der heißen Nadel in Anführungszeichen wirklich unterwegs gestrickt habe, nochmal sozusagen nachzuarbeiten, damit das vernünftig ist. Ja, und dann zu gucken, zu überlegen, ob man das Ding beschleunigen könnte. Also sprich, dass man jetzt hier den Ballon vielleicht ein bisschen vergrößert. Dass man vielleicht an Bord noch mehr Sandsäcke stellt, um dann sozusagen noch viel mehr Sandsäcke auf einmal loswerden zu können, um das Aufsteigen am Anfang zu beschleunigen. Ja gut, aber also wenn du das Gewicht erhöhst und dann wieder abwirfst, das bringt dir ja nichts, aber wie hoch ist deine Seefahrt? Der lernen muss, der weiß doch gar nicht, wie die Dinge funktionieren. So ja, okay, dass du es also einmal so durch Ausprobieren versuchst. Ja, das kannst du auf jeden Fall mal. Das Schiff wird sozusagen am Boden festgemacht mit ganz vielen langen Seilen und dann wird sozusagen so ein bisschen rumgetestet, sozusagen das Ding nicht wegfliegt. Ja, okay, gib mir mal eine Klugheitsprobe. Und dann kannst du da. Dauert auf alle Fälle ziemlich lange. Bist noch nicht ganz in das Prinzip gestoßen, aber Answin kann dir dann vorschlagen, dass man noch ein paar mehr Segel anbringt, die muss man dann im dreidimensionalen, er redet zumindest von drei Dimensionen, du hast das nicht genau verstanden, was das dann soll mit diesen Dimensionen, denn in die Sphären wollt ihr ja gar nicht eintauchen, aber er sagt, man kann die auch auf der Seite anbringen und dann, während man in der Luft ist, kann man die dann aufspannen. Das geht natürlich im Wasser nicht, weil die dann ja sehr nass werden, weil wenn man in der Luft sich bewegt, dann kann man die auch seitlich aufspannen, das ist so seine Idee. Müsste man jetzt natürlich sowas wie Schiffsbauer sich organisieren. Wo man die jetzt herkriegt, ist eine Frage. Ja, dann will man doch mal in Ingrim-Tempel. Vielleicht ist ja einer der Ingrim-Geweihten einfach auch mal früher Schiffsbauer gewesen. Oder hat sich grundsätzlich mit dem Handwerk des Schiffsbauers unterhalten. Oder man muss, wenn man deutlich findig wird, dann in den Effert-Tempel. Der ist zwar nur für diesen kleinen Fluss zuständig, aber vielleicht ist ja ein Effert-Geweihter, der trotzdem was davon versteht. Also entscheidet man sich, man nickt hin und her, denkt sich, Ingrim haben wir schon an Bord, erstmal zum Effert-Tempel. Genau, also kann ich dir auch schon vorwegnehmen, Ingrim hat sowieso gerade die ganze viel zu tun. Beim Effert-Tempel kannst du dann ja auch auf Effert-Geweihte treffen, aber du wirst vor allem die Swafnir-Geweihte ansprechen können, Grunhild Swafnir dort dir und noch den einen oder anderen Torwaler, der sich dann bei ihr aufhält, weil sie zurzeit die einzige Geweihte in der Stadt ist und Torwaler wirst du immer irgendwo finden und wenn die dann eben, die wirst du auf alle Fälle dazu bewegen können, gib mir mal nochmal eine überzeugen. Hey, Grunhild, wie wär's denn, wenn wir durch die Lüfte fliegen mit einem Schiff, was nicht im Wasser, sondern in der Luft fliegt?
Ich habe da sowas, was das kann. Aber ich brauche dafür Leute, die Ahnung haben von Schiffen vor allen Dingen auch. So richtig Ahnung. Ahnung von Schiffen habe ich wohl, das wohl, aber Lüfter. Ja, wir brauchen sozusagen Leute, die so ein bisschen Ahnung haben, wie so ein Boot funktioniert. Das muss man nur mit den Füßen, anstatt mit den Armen zu rudern, ist das in Anführungszeichen. Und wir brauchen einen Bootsmann, der so richtig gut weiß, wie man so richtig gute Schiffe steuert. Ja, und dann bräuchten wir eigentlich nur noch sozusagen so eine Art richtigen Kapitän. Vielleicht muss man auch eine Hexe als Kapitän einsetzen. Ich hatte immer das Gefühl, dass es sich nicht wie ein Schiff, sondern wie ein Fluggerät steuert. Eine Hexe als Kapitän? Ja. Wenn wir jetzt sowas wie ein Old Porter bei uns hätten, die könnten das wohl sicherlich, das wohl. Das sind auch Magier der Lüfte. Springen dann von den Klippen und wer dann stirbt, hat verloren. So Sachen. Die Old Porter sind schon ziemlich drauf, aber ich wüsste jetzt nicht, wo man dann hier einen Winter- und Wettermagier herbekommt. Laufen die hier rum bei diesem Magierkonvent? Ich dachte, die sind aus der Gilde ausgeschlossen. Na, überlegt. Was haltet ihr denn davon? Unter einer Voraussetzung. Wir brauchen einen Kessel. Den können wir uns, glaube ich, auch selber anfertigen. Werde ich vielleicht nochmal... Kennst du dich hier ein bisschen in der Stadt aus? Wenn wir uns sowas wie eine große Schale... Ich kann da ein paar Runen reinschnitzen und dann machen wir eine eigene... Ein Blutschiff auf. Eine eigene Otter der Lüfte. Ein bisschen Blut opfern. Die Mannschaft einsegnen. Also wenn ihr die Torwalle besorgt, besorg ich den Kessel. Ja, wie gesagt, kein richtiger Kessel her, eine Schale, in die wir dann Blut tropfen lassen. Wie viel Platz haben wir denn oben auf dem Schiff? Einigermaßen dicht gedrängt, gut 10 Leute. Wovon 2 Leute sozusagen strampeln müssen. Einer der Strampler kann auch theoretisch das Ruder übernehmen, ansonsten macht das ein eigener Steuermann. Und einer muss sich um den Kessel kümmern, das heißt ungefähr 6 freie Personen, die da rumrennen können. Gut, 10 Torwaller werde ich demnächst in der nächsten Kneipe auftreiben lassen, aber wir brauchen natürlich dann auch jemanden, der Segel bauen kann. Ich kann das natürlich auch alles, allerdings je mehr, desto besser. Und ist es ein Schiff, das in der Luft fliegt, ja? Ja, aber ich glaube, die Kapitänin muss echt Ahnung von Luftbewegungen haben, deswegen wäre wahrscheinlich ein Hexenkapitän oder Kapitänin wahrscheinlich das Ideale. Ja, wir Torwaller haben kein Problem mit Hexen. Sollen sie machen. Ich muss sie erstmal anwerben, aber das werde ich auch noch versuchen. Dann tut das, aber nur unter einer Bedingung. Welche? Das Schiff geht danach in unsere Hände. Damit zeigen wir es den Horasiern. Wenn wir im Horasreich mit einem fliegenden Schiff auftauchen. Also ihr müsstet dann dafür sorgen, dass ihr mit dem fliegenden Schiff abdackelt, sozusagen, wenn die Schlacht gewonnen ist. Denn offiziell kann ich euch das Schiff nicht zusprechen, aber wenn ihr erstmal damit in der Lüfte seid und wegfliegt, wird euch keiner von unseren Leuten angreifen und dann seid ihr weg. Gute Idee. Das Schiff einfach kapern danach. Nehmt einfach tauscht einige Säcke, die an dem Schiff hängen, die gefüllt sind normalerweise mit Sand. Tauscht einige spezielle Säcke, die ihr nicht abwerft, sozusagen mit zwergischer Holzkohle aus. Dann habt ihr noch genug Stoff, um wegzukommen. So machen wir es. Sie gibt dir die Hand zum ich gebe ihr auch die Hand. Seefahrer wie gesagt, das Schiff gehört mir nicht, aber wenn ihr damit weg seid, wird euch keiner daraus einen Strick drehen, denn ihr habt uns schließlich geholfen, Garrett zu retten. Gehören. Torwall allein sich. Ah, Fix, sag doch, was du dir nicht nehmen kannst, das gehört dir auch nicht. Richtig. Ja, man gibt dir die Hand. Das wohl. Aufs Waffen, ja. Auf Fix. Ja, und damit stiefelt sie los, wenn du nicht weiter was irgendwas von ihr willst, in Richtung der nächsten Kneipe. Ja, nee, man will jetzt nur ganz gerne die nach Norden raus, um sozusagen bei seinen Handwerkerfreunden sozusagen da irgendwen anzuleiern, der sich ein Dukat verdienen will, um die Schale zu machen. Sozusagen beim Tobria-Viertel, weil immer geht jetzt einfach hin und sagt, alles, was Handwerker arbeiten ist, das lagert ja alles in den Tobria-Viertel direkt aus, damit die Geld bekommen. Ja, so eine einfache Holzschale, das war wie gesagt nicht wirklich spezifiziert. Für einen Dukaten kriegst du dann 5 Holzschalen in beliebiger Größe und da wird sich dann Brunhild selber irgendwas zusammensuchen können, sodass sie dann irgendwie ihre Blutmagie Otter Galt drauf machen kann mit irgendwelchen Einsegnungen. Überdenkt sich noch, Hauptsache die opfern keine Lebewesen, das wäre echt schlecht für das, was wir tun und ja. Blutmagie, Dämonen, na, hoffentlich klappt das. Gut. Überlege gerade, ja, die anderen hatten ja viel zu tun mit der Besprechung. Was da am Ende bei rausgekommen ist mit den Artefakten, das können wir uns dann ansehen, wenn Ömer wieder zurückkommt.